Hey ja, FIFA 17 heißt uns willkommen. Ja, heute endet die Transferphase, beziehungsweise wir haben jetzt erstmal ein schönes Spiel gegen den 10. Eintracht Frankfurt. Letztes Spiel haben wir ja leider verloren gegen VfL Wolfsburg. Und eure Beteiligung war im Übrigen in der letzten Folge wieder richtig geil. Also bis jetzt über die 170 Likes, richtig geil. Wäre natürlich nice, wenn wir wieder so ungefähr 150, 170 Likes schaffen würden. Ja, ich weiß. Ja, ist eh klar, wenn man da sowas sagt. Und, ja, wie gesagt, die Transferphase wird heute enden, die Wintertransferphase. Was gleich Transfers angeht, das regeln wir nach dem Spiel gegen Frankfurt, wo ich hoffe, wir holen mal wieder Punkte. Ich habe im Übrigen an der Taktik ein bisschen rumgespielt. Es ist zwar immer noch dieselbe Formation, aber Taktik habe ich jetzt eine eigene gemacht. Beziehungsweise da ein bisschen dran rumgepopelt. Mal schauen, was dabei rauskommt. Heute ein schöner Montag, in echt. Die Sonne scheint sogar wirklich ein bisschen, fällt mir gerade irgendwie ein. Die Folge wird auch heute passend gemacht, damit ihr auch die heute alle sehen könnt. Wir haben natürlich den neuen Kandidaten, beziehungsweise die neuen Leute in den, haben die neuen Leute spielen, beziehungsweise auf jeden Fall Stendera. Holbjörg sitzt nämlich erstmal auf der Bank. Augustinsson spielt allerdings. Und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, welche Rückennummern ihr gerne bei den Spielern sehen wollt. Bei Stendera weiß ich, der hat die Nummer 15. Bei Holbjörg keine Ahnung, genauso wenig Ahnung habe ich gerade bei Augustinsson. Ich bin aber ehrlich gesagt mega gespannt und ich freue mich auch mit dieser Mannschaft zu spielen. Und wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall mal, welche Trikotnummern würdet ihr denn geben? Man weiß es nicht. Mertesacker spielt im Übrigen auch und Hahn spielt doch im Sturm. Und ich habe im Übrigen noch eine kleine Bitte an euch, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe gestern den ersten Part von WWE 2K17 rausgehauen. Nice. WTF. Das bedeutet, es gibt halt jetzt mehr oder weniger ein zusätzliches Projekt, wo ich aber noch nicht genau weiß, wann das startet. Also wenn ihr Bock habt, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Und lasst am besten dann auch mal ein Like da. Ich hoffe, ich überfordere euch nicht, weil ich jetzt schon wieder nach Likes frage. Ich weiß, es ist ein bisschen eklig, aber... Naja, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Und was ich auch immer machen wollte, ich habe, beziehungsweise, das ist mir gerade so eine kleine Herzensangelegenheit. Ein Zuschauer, der schon öfter dabei ist, habe ich mitbekommen, hat er in die Kommentare geschrieben. Ich denke mal, das stimmt dann auch. Liegt derzeit im Krankenhaus, das ist der liebe Saisons. Da wollte ich mal gute Besserung wünschen und auf jeden Fall eine schnelle Genesung. Aber jetzt schauen wir mal ganz kurz, was hier Frankfurt mit dem Angriff macht. Oh, ach ja, genau, Stendera spielt hier gegen seinen Ex-Verein. Auch nicht schlecht, du machst hier erstmal einen folgenschweren Fehler. Und da kommt so ein Schuss bei raus. Schnellhardt hätte den gemacht. So, was war das denn? Ach komm, ey. Was zum Teufel ging denn da ab? Ich bin mir jetzt ganz sicher, dass der nicht reingehen wird im Übrigen, ne? Okay, dass eine Flanke durchkommt, ist ja kein Ding, aber wo steht der Mertesacker? Hä? Was war das? Ach komm, ey. Und dann noch Flum, der mittlerweile bei Pauli spielt. Ah ja, Pauli, da muss ich vielleicht auch noch was ansprechen. Das ist heftig. Stendera kriegt den Kopfball hier nicht gewonnen. Mertesacker stellt sich auch ganz dämlich an. Der nächste Schuss, also... Komm schon, Timothy Chandler steht da. Stendera. Mega Chance, ey. Mega Chance. Schön gehalten von Heradetzky. Ah, schade. Jo, wir sind in der Halbzeit und ich muss sagen, ich glaube, die Taktikveränderung, die ich da irgendwie durchgezogen habe, die greift überhaupt nicht. Also, das Spiel gefällt mir nicht wirklich und ich glaube, es ist eher mein Fehler. Wir machen mal hohen Druck. So habe ich ganz früh gespielt, in der Karriere noch nicht einmal, da habe ich immer nur Standard gespielt. Hoher Druck kann ich mich aber erinnern, das habe ich in den letzten Jahren immer gespielt. Wen ich im Übrigen auch auswechseln werde, ist Delaney, denn der gefällt mir ehrlich gesagt in dem Spiel überhaupt nicht. Wer mir eigentlich auch nicht gefällt, ist gerade Mertesacker. Es ist komisch. Also ich denke mal, es lag auch ein bisschen an der Taktik, die ich da gemacht habe. Aber so erfolgreich war es wirklich nicht. Jetzt kommt auch Flum. Quatsch, der geht raus, der Torschütze. Und Mascarell kommt rein. Ist keine Verschlechterung. Berg. Schöner Pass auf Philipp und jetzt André Hahn. Der müsste rennen können. André Hahn macht das Tor. Oh, ist das wichtig gewesen. Sehr schön eingeleitet durch den Zweikampf von Heuberg, der den Ball erobert und dann direkt weiterleitet auf Philipp und der mit einem hervorragenden Pass auf André Hahn, der auch mal wieder trifft. Das ist doch der hohe Druck gleich mal, ja, bewährt, sage ich mal. Dann schnell einen Angriff spielen. Das ist sowieso eigentlich etwas, was ich ganz gut kann. Aber das hat hier echt super funktioniert. Das war echt schön. Hat sich schon mal der Einkauf von Heuberg gelohnt, wa? Ah, fuck. Okay, mein Fehler. Nein. Okay. Philipp.
Und er verletzt sich schon wieder beim Schießen. Was ist denn los mit dem Jungen? Jedes Mal. Ja, den sollten wir haben. Sehr schön von auch. Oh, nee. Nicht im Ernst. Augustinsson hat den Ball eigentlich recht sicher, wir passen leider genau auf den Gegenspieler. Und dann renne ich einfach mit Klostermann am Gegenspieler vorbei. Oh, komm schon, ey. Es läuft nicht. Ich habe keine Möglichkeit, wo ich hinpassen kann im Übrigen so richtig. Und das gibt einen Elfer. Jo, Hector, das war nicht so schlau angestellt. Rot, das spielt uns natürlich ganz gut in die Karten. Klar, Stenderer steht neben seinem Ex-Spieler, Ex-Mitspieler und klatscht erstmal. Was ein Arschloch. Elfmeter sind auf jeden Fall. Ja, und halt auch gar keine Chance auf den Ball, ne? Ja, und der Stenderer, was ein Arsch. Wer ist unser bester Elfmeterschütze? Wahrscheinlich Stenderer, wa? Ne, ist er nicht. Taylor. Ach ne, wir machen es mit Gnabry. Ich vertraue da Gnabry gerade. Komm schon. Wichtiges Ding und der sitzt. Nice. Serge Gnabry macht hier das 2:2, das wichtige 2:2. Und gegen Frankfurt, muss ich sagen, ist gerade ein relativ schweres Spiel. Aber ist natürlich jetzt gerade für uns richtig gut, dass sie den Rot haben. Ich spiele uns natürlich mega an die Karten. Ja, hervorragend. Das zweite Bundesliga-Tor, ey. Da geht auf jeden Fall mal mehr. Oh, Heuberg. Heuberg. Und der macht das Ding. Woohoo! Was ist los mit dem Jungen, ey? Stark gelaufen, also da kann man nichts gegen sagen. Oh, die Frankfurter sind natürlich jetzt bedient, ey. Ja, schön. Von Hahn auf Philipp und dann Heuberg mit einem guten Schuss aus der Position, ey. Ich war mir kurz unsicher. Weil ich glaube, der Linke ist nicht unbedingt sein starker Fuß. Aber unfassbar stark geschossen. Finde ich gut und wir führen, ey. Spiel gedreht. Boah, kenne ich ja irgendwo her, ne? Stark. Oh Gott, jetzt haben wir eine Mega-Chance mit André Hahn. Oh, die wollen den schon wieder umgrätschen. So, André Hahn macht das 4:2. Ja, irgendwie stopfen die Lücke da nicht, ne? Und jetzt gerade lohnt sich auch der hohe Druck extrem, weil Heuberg gewinnt da ständig die Zweikämpfe, womit wir dann irgendwie ständig alleine aufs Tor laufen. Ja, Heuberg hat sich gerade auf jeden Fall gelohnt. Mehr oder weniger zweite Vorlage jetzt. Und Tor gemacht. Ja. Kann man so machen. Wir wechseln im Übrigen auch aus. Ich glaube, Pizarro kommt jetzt. Warte, wir gucken eben hier nach. Ne, Pizarro kommt nicht. Kainz kommt auf die rechte Seite rein für Philipp. Und Robert Bauer kommt jetzt als Rechtsverteidiger auf den Platz. Jo, das Spiel ist vorbei und wir gewinnen mit einem 4:2, ey. Holy moly. Ich muss auch ehrlich gestehen, so ganz zufrieden bin ich mit dem Spiel trotzdem nicht. Also klar, die rote Karte und der Elfmeter haben uns halt extrem in die Hände gespielt. André Hahn macht einen Doppelpack. Philipp hat eine sehr starke Partie gemacht mit zwei Vorlagen. Heuberg war auch super, nachdem er drauf gekommen ist. Der hat sich auf jeden Fall einen Stammplatz im nächsten Spiel verdient. Ich werde aber noch ein bisschen auf jeden Fall an der Taktik rumhantieren. Heißt, ich will jetzt auch nicht dauerhaft auf hohen Druck spielen. Weil ich glaube, das passt halt auch einfach nicht so gut. Wie gesagt, wir hatten jetzt ziemlich viel Glück. Habe ich mir gedacht. So viel Geld haben wir nicht. Wir hatten jetzt meiner Meinung nach sehr viel Glück mit dem Sieg. Auch wenn es ein 4:2 war, ist am Ende, finde ich, sieht deutlicher aus, als es wirklich war. Man muss uns jetzt mal zugute halten, dass wir wirklich... Ja, wir haben unsere Chance genutzt, was echt selten ist. Aber ich finde, das verdient doch einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch einfach mal eure Meinung über das Spiel in die Kommis schreiben. Würde mich auch sehr freuen. Flint nehmen wir jetzt mal eben raus. Im Übrigen fand ich bei Flint ganz lustig, da vermuten ja jetzt welche, dass das der Regent von Lampard ist. Das kann natürlich sein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wäre irgendwie spannend. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall bei Heuberg erstmal defensiver trainieren. Gnabry soll auf jeden Fall die 80 erreichen. Das wäre richtig, richtig nice. Und hier müsste eigentlich ein Stenderer rein. Baumgartel würde ich auch gerne verleihen, wenn ich ehrlich bin. So, Stenderer. Und bei dem möchte ich gerne noch das Dribbling ein wenig verbessern. Wegen auch Ausdauer und so. Weil die sind so geil. Im Übrigen fand ich ganz lustig. Mir haben welche in die Kommentare geschrieben. Ich solle doch einfach mal so einen wie beispielsweise Mertesacker und so verkaufen. Weil die ja eh derzeit nicht so einen guten Stand haben. Wäre möglich, möchte ich aber in der Wintertransferphase nicht machen. Weil ich fände das einfach ein bisschen doof, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, die sind okay. Ich glaube, die meisten waren sogar dafür.
Und 25.000 ist jetzt nicht so viel. Wir holen uns okay für den Sommer. Und dann können wir uns auch im Sommer ein bisschen mehr Gedanken über die ZDMer machen. Wir schauen einfach mal, wir haben dann echt guten Kader im Sommer. Also nächstes Jahr. Wir haben auch jetzt schon einen starken Kader. Wir müssen einfach mal schauen. Ich habe eigentlich jetzt nicht mehr vor, irgendwen zu kaufen. Weil wir haben an für sich alles. Das Einzige, was ich halt gern hätte, wäre, dass wir vielleicht den einen oder anderen Spieler noch verleihen könnten. Das wäre nice. Wir haben übrigens zwei Leute, die exakt gleich heißen. Einmal Laurent Martin und den Außenverteidiger Laurent Martin. Ja, keine Ahnung. Genau, den möchte ich auch noch verleihen. Ja, mal schauen, ob wir jetzt noch irgendwas verleihen oder nicht. Wäre nicht so verkehrt, weil wir haben echt ein paar Talente. Stefaniak wäre auch für einen Kurzleih gar nicht mal so verkehrt, weil wir haben jetzt auch weniger Spiele, weil Champions League ist ja weg. Und ja, viel bessere Leute gibt es auch, glaube ich, was Vorverträge angeht, gar nicht mehr. Heißt, naja. Was im Übrigen auch mega witzig ist, ne? Was? Wer denn? Hä? Ach krass, Christensen. Schade. Wie viel Stürmer sich Menu immer holt. Also, das ist so krass immer. Ich weiß gar nicht warum. Ah, Levin Aitzencheck. Ja. RB Leipzig. Woo! Was RB Leipzig angeht, werde ich mich in Zukunft auch ein bisschen zurückhalten. Heißt, ich werde keine Hasstriaden mehr auf RB Leipzig schwingen, weil muss nicht sein. Ich bin zwar kein großer Fan von RB Leipzig, aber ja, vielleicht versteht er, was ich meine. So, 7,5 Millionen. Wir versuchen mal noch 9 Millionen rauszuholen. Weil 2 Millionen über Marktwert für einen 22-Jährigen, das ist, denke ich mal, okay. Ja. Wir können jetzt natürlich gucken, wenn wir den jetzt auch noch verkauft bekommen. Ja, nein. Alter, also auch nicht wenig Geld, ne? 24,5 Millionen. Muss man mal sagen. Was man jetzt noch machen könnte. Ja, genau, hat sowieso noch einer in die Kommentare geschrieben, dass wenn Pizarro ja seine Karriere beenden soll. Quatsch, wenn Pizarro seine Karriere beenden sollte, könnte ich ja seinen Regen holen. Ja, wäre eine Möglichkeit. Könnte man sich dann überlegen. Schauen wir aber dann erst im Sommer. Weil jetzt gerade sind wir auf jeden Fall, was Talente und so angeht, recht gut aufgestellt. Ich wäre nur gerade ehrlich gesagt an einem Spieler interessiert, wenn wir jetzt Dingens verkauft bekommen. Den Mertesacker. Und zwar an Matthias Ginter. Ich habe mir eigentlich gedacht, der wäre für den Sommer interessant. Aber jetzt gerade ehrlich gesagt, der wäre schon geil für die Innenverteidigung. Also der kann ja auch Innenverteidiger spielen, das wäre schon passend. Das wäre ja mal mega der Überraschungstransfer. Wird aber schwer. Hätten wir nicht viel Zeit. Wir schauen einfach mal. Okay, ich habe 6,5 Millionen bekommen. Schauen wir mal. Wie gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Wir bieten jetzt mal... Wir bieten 13. Wenn die jetzt bei 13 Millionen bei Ginter ja sagen, dann haben wir eventuell einen neunten Verteidiger. Das wäre ziemlich krass. Muss ich ehrlich gestehen. Ich frage mich nur, ob ihr mich hauen würdet. Ja, die haben es nicht angenommen. Alles klar, dann kommt er auch nicht. So, hätte ja sein können. Aber sehr schön für Barbier, dass der verliehen wird. Boah, Ginter hätte ich im Übrigen voll geil gefunden, weil ich hätte das auch relativ realistisch gefunden. Zumindest hier in FIFA. Warum wollen die jetzt plötzlich mehr als vorhin? Vorhin reden die von... Hä? Die haben ja immer von 20 Millionen geredet, oder? Hat für Affen. Naja, schade. Wäre cool gewesen. Pass auf, 14 hätten sie jetzt ja gesagt. Oder? Ne, hätten sie nicht. Okay. Schade, Ginter wäre cool gewesen. Ach geil. Köln hat sich Cutlets geholt. Ein Spieler, den ich irgendwie mag, also Václav Cutlets. Haben aber Jojic und Zoller verkauft. Nürnberg hat 1,2 Millionen ausgegeben, 1,4 eingenommen. Zugänge von Leverkusen, Salazar, der Bösewicht von Fluch der Karibik, Teuchert und Schurmann. Gladbach hat sich bei uns bedient mit Wagner und Grilitsch. Ja, wir haben sehr viel gemacht. Sehr viel gemacht. Das ist normalerweise nicht normal für Winter. Aber ich denke mal, hier im FIFA ist das okay. BVB hat sich, nehme ich mal, ein Talent mit Isaza geholt. Augsburg hat keinen Bock. Bayern hat sich tatsächlich Christensen für 16,5 Millionen geholt und Green abgegeben. Und ja, die haben ja Dings eingenommen. Toljan, dafür haben wir Stendera bekommen und Fossen. Und sonst ist irgendwas Spannendes passiert. Jo. RB Leipzig hat
Wie viele Spieler haben die jetzt von uns? Warte, die haben auf jeden Fall... Genau, die haben Thiel geholt damals. Die haben damals... Wie ist nochmal der rechte Mittelfeldspieler, der nicht so lange verletzt ist bei Bremen? Habe ich vergessen. Und Aicicek. Und Can haben sie auch noch spielen. Also die holen sich echt ein paar Spieler von uns. Das wird ganz lustig. Hoffenheim hat auch ganz gut verkauft. Alter. Okay, Wolfsburg muss natürlich wieder mit 65 Millionen vollkommen übertreiben. Aber was willst du machen? Die Transferphase ist jetzt damit auch offiziell beendet. Ey, ganz im Ernst, ich will mal kurz wissen, wie viel Stürmer Man United hat. Weil das ist nicht normal. Ach, warte, dann muss ich ja hier suchen, ne? Und schreibt mir mal bitte eure Meinung in die Kommentare, wie ihr die Taktik bei Bremen am besten finden würdet. Also, ich will die Formation behalten, aber ich will an der Taktik ein bisschen rumspielen. Ich weiß, habe jetzt noch eine ungefähre Ahnung, was man da machen könnte. Wollt ihr mich verarschen? Was wollen die mit den Stürmern? Was für ein System spielen die? Also warte mal. Man United hat Dybala, Griezmann, Zlatan Ibrahimovic, Harry Kane. Ja, Rashford, okay, den lassen wir mal raus. Lukaku und Luis Suarez, was wollen die damit machen? Ey, das ist doch, das kann doch nur ein Bug sein. Kann man doch keinen erzählen. Alles klar. Klar, okay. Okay, kann man ja mal machen. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz dann den Jugendbericht an der Jugendmannschaft. Sind Weber. Bin ich jetzt aber gerade überhaupt nicht überzeugt. Was halt jetzt gerade ein bisschen ungünstig ist, dass wir kaum Spieler verliehen haben. Ist ein bisschen schlecht, wenn ich ehrlich bin. So, dann kommt Baumgartel wieder hier hin. Ach, guck mal, Mertesacker hat ja noch einen Punkt verloren. Wundert mich nicht nach dem Spiel. Das war gerade echt grottig, also das war echt schlecht. Dropny haben wir jetzt auch noch. Werden wir aber auch nicht verlängern. Ach ja, die eigene Taktik sah übrigens so aus. Ich hab gedacht, ich mach das einfach mal. Aber hab's den durchgelassen. Jo, dann zeige ich... Ah, warte, ich wollte noch kurz den Kader zeigen. Auf jeden Fall wird so gespielt im nächsten Spiel. Ach, Heuberg hat sich verbessert, nice. Gnabry auch, geil. Philipp auch, läuft bei uns. Im Übrigen der August Zinson auch, Baumgartel auch. Nice, und ich glaube, Bauer wird einfach mal im nächsten Spiel da spielen, einfach mal so. Auch wenn mir an für sich der Chef immer ganz gut da gefallen hat. Das klappt auf jeden Fall ganz gut. Dann nehmen wir noch unser Eigentalent Schmitz mit für Stefaniak. Der zwar in der letzten Zeit ein bisschen strange gespielt hat, der gute alte Schmitz. Also vor allem letztes Spiel irgendwie. Aber wollte ja auch besser. So. So wäre jetzt beim nächsten Spieltag gegen Bayer Leverkusen. Die sind Sechster, wir sind Zweiter. Ich werde jetzt offscreen mir ein paar Gedanken über die Taktik machen. Ich habe eigentlich schon eine Idee, wo ich mir was abschauen werde. Beziehungsweise wie die Taktik aussehen wird. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich mega über ein Like natürlich freuen. So um die 150, 170 wären schon nice. Also das wäre echt geil. Und ihr habt euch ja, fand ich auch ganz witzig. Mir haben ein paar Leute geschrieben, süße Katze und so. Ja, meine Katze hat sich sehr darüber gefreut, als sie die Kommentare gelesen hat. Nee. Und lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar zur Taktik da. Lasst einen Kommentar generell einfach mal da, wenn euch die Folge einfach gefallen hat. Zum Spiel und so. Würde mich sehr freuen. Und natürlich, wie fandet ihr die Transferphase? Ich hoffe, besser als die Sommertransferphase. Haben ja schon einige geschrieben, dass ich jetzt deutlich bessere Transfers gemacht habe als im Sommer. Habe ich auch. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr meine Meinung dazu dalassen würdet. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Keine Ahnung. Ciao.